No, pues monotono, güey. Parendle, veš? Ferdinand Wagner kunstvoll ausgestattet.
Vor ihnen links liegt nun die gotische Wasserburg Niederhaus. Dahinter mündet die Ilz in die Donau. Sie fließt von den Höhen des Bayerischen Waldes herab und bringt dunkles, moorhaltiges Wasser zur Donau. Deshalb wird sie auch die Schwarze Perle genannt. Hier am Dreiflusseck mündet auch rechts der Inn in die Donau. Von ihrer Quelle bis Passau hat die Donau über 600 Kilometer zurückgelegt und der Inn etwas über 500 Kilometer. Die Wasserführung des Inns ist bei der Schneeschmelze in den Alpen besonders groß. Im Jahresdurchschnitt hat er bis Passau eine um 5% höhere Wasserführung als die Donau. Der Inn entspringt im Kanton Graubünden in der Schweiz, fließt durch das Engadin, Tirol und Oberbayern und bildet dann ab Simbach die Grenze zwischen Oberösterreich und Niederbayern. Rechts, etwas rückwärts, liegt über dem Inn das Kloster Maria Hilf. Hier betete Kaiser Leopold I. zur Mutter Gottes, nachdem er 1683 wegen der zweiten Belagerung Wiens durch die Türken nach Passau fliehen musste. Man sieht nicht, wie üblich von der Quelle ausgeht. Die Kilometrierung beginnt stattdessen bei der Mündung im ukrainisch-rumänischen Grenzgebiet. Von Passau bis dorthin sind es noch 2226 Kilometer. So auch hier in Pyramiden, mit seinem idyllisch gelegenen Kirchlein, das Sie jetzt am rechten Ufer entdecken können. Hat eine große Tradition im Töpferhandwerk und im Graphitbergbau. Aus dem vor Ort abgebauten Mineral konnte man besonders harte Schmelztiegel brennen. Auch heutzutage ist Graphit weltweit ein wichtiger Rohstoff, zum Beispiel um besondere Härtegrade für Werkstoffe zu erreichen. Diese Tradition ist heute im zweiten Museum des Bayerischen Nationalmuseums im Schloss Obernzell dokumentiert. Besonders sehenswert in Obernzell ist auch die barocke Pfarrkirche. Hier in Oberzell verbindet eine Motorfähre Bayern mit Österreich. Obrazovanje 5 metri.
se bo dvignilo, bo tam šlo čez dol. Se je godno prilivalo. Ne more biti drugače. Schleusung an Deck erleben wollen, dann steigen Sie bitte nicht auf die Bänke und berühren Sie nicht die Schleusenbrücke. Es besteht Verletzungsgefahr. Die Durchfahrtshöhe ist sehr begrenzt. Die Schleusungen auf diesem Abschnitt der Donau sind gebührenfrei. Das hat folgenden Grund. Schifffahrt war hier bereits vor Errichtung der Staustufe immer ohne Kosten möglich. Deshalb musste dies auch weiterhin gewährleistet werden. Vor uns sehen Sie ein über das Schleusenbecken gespanntes Stahlseil. Dieses Stahlseil verhindert, dass Schiffe, die zum Beispiel wegen eines Motor- oder Getriebeschadens nicht stoppen können, das Schleusentor rammen. Das Stahlseil wird dann während der Schleusung vom grauen Stahlmast hochgezogen. Vsak ima pravico iti kamor hoče. Ja, ker je lahko, ker je do vrha je bilo. Pa lahko vidimo, koliko je, ne? Ja. Pa še precej. Da nas potisne naprej. Ja,
Kont zabave. Kont zabave. Auf dem Felsen steht eine Figur des Brückenheiligen Johannes von Nepomuk. Dieser Felsen hat in früheren Jahrhunderten immer wieder die Fantasie der Menschen angeregt. So entstand zum Beispiel auch folgende Sage über den Jochensteinfelsen. Am Fuße dieses Felsens, weit unter dem Wasser, lebte die Nixe Isa, eine Schwester der Lorelei, in einem gläsernen Schloss. Bei Nebel, wenn die Schiffe in Gefahr gerieten, warnte Isa die Steuerleute und wies ihnen den Weg. In hellen Vollmondnächten jedoch wurde die sonst so hilfreiche Nixe zur großen Gefahr. Denn dann verwirrte sie die Steuerleute mit ihrem betörenden Gesang und brachte ihre Schiffe zum Kentern.
šnicu, šnicu, šnicu. Na zdravie, živio, živio. Prost. Najboljši od betona za leto. Ima samo fort. Zeleno. Das wurde zwischen 1970 und 1973 errichtet und kann 1,1 Milliarden Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen. Mit dem Bau dieses Kraftwerkes wurde außerdem eine gefährliche Stromstrecke, das Aschacher Kachlet, entschärft. Die Stauhöhe beträgt hier 12 Meter.
Tako, ja vidi. Onda se zastava odpre. Kje nismo videli še. Meine Damen und Herren, unsere Fahrt geht nun zu Ende. Wir sind in Linz, der Kulturhauptstadt Europas 2009 angekommen. Linz verändert. Der Slogan der Stadt ist überall spürbar. Lassen Sie sich überraschen. Sehr empfehlenswert ist hier vor allem eine nostalgische Fahrt mit den über 100 Jahre alten Rottenbahnen auf der Nord. Die Östländer waren alle für das Kulturhauptstadt auf der gegenüberliegenden Seite der Donau sehen Sie das sogenannte Ars Electronica. In Linz wohnen ca. 200.000 Menschen. Außerdem verfügt die Universitäts- und Industriestadt